Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecile hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Silent Hill 2. Wir haben letztes Part den Bosskampf gemacht, Laura hat uns in eine Falle gelockt, die arbeitet auch irgendwie mit den Monstern zusammen. Und jetzt sind wir in eine Albtraumwelt gelangt, nachdem wieder diese typische Silent Hill Sirene ertönte. Das hier ist die Albtraumwelt, kommt nicht oft vor in Silent Hill 2, aber jetzt sind wir mal wieder drin. Warum kann ich da rein? Ich will da nicht rein. Ich will nicht. Ich will raus. Ich will raus. Bitte nur Gaia Kunde den Quatsch. Mach mal auf, bitte. Danke. Ich würde das nämlich noch ganz gerne unter Lupe nehmen, was hier ist. Bestimmt wieder Krankenschwestern. Was ist eigentlich mit den kranken Brüdern? Was hier redet nie jemand, ne? Ja, hi. Ja, du hast das Ziel, was sag ich nicht. Da haben wir uns ja gefunden, ne? Zack. Und tschüss, Mann. Was sind schon wieder hier die Nachbarn, die meine Scheiben zerstören, ne? Diese frechen Kinder, die um 4 Uhr nachts noch irgendwelche Scheiben einwerfen. Nee, keine Ahnung, was es war. Es war gruselig. Da hatten wir schon schlimmere Schockmomente in anderen Silent Hills. Definitiv. Silent Hill 1, die Schule. Gott, die Musik schon wieder. Übrigens, wie sieht's mit der Gesundheit aus? Hehe. Noch gut zum Glück. Noch gut. Noch. Tritt drauf! James! Sehr gut. Wir wurden wieder angeschlagen. Hat uns erwischt. Sie haben mich erwischt, Johnny. Sie haben mich erwischt. Und wir bekommen Heilung. Kriegst Schaden und kriegst Heilung. Plus, minus, null. Untersuchungszimmer. Restroom, Dayroom. Oh Mann, viel zu erkunden. Gibt's auch nicht. Alles abgeschlossen. Könnte meinen, wir sind nicht erwünscht in diesem Krankenhaus. Wir sind einfach nicht erwünscht. C4, Sprengstoff. Ja. Bleiben wir verschont. Kein C4. Dieser ganze Bereich war eigentlich komplett für die Katz. Klar, ein bisschen Munition. Die Heilung gleicht sich auch aus mit den Schaden, den wir erlitten haben. Tja, wo sollen wir jetzt hin? 2. Wir waren jetzt, glaube ich, in Ebene 1. Gucken wir uns mal bei 2 um. Das gefällt mir gar nicht. Was ist das denn jetzt? M1, M2? Das waren wir auch noch nicht, ne? Warum höre ich hier Schritte? Das sind Krankenschwestern. Wie habe ich einen noch? Oh, es wird weniger, es wird weniger. Mit denen ist halt leider nicht zu spaßen, wenn man ehrlich ist. Da kommt schon die nächste. Oh, noch eine, das gibt's doch nicht. Ja, jetzt darf ich ja mit der Munition immer nicht mehr so rausballern. Das ist die übelste Verschwendung. Das kann doch nicht wahr sein. Komm. Stehl an das Rohr. Du bist gefragt. Zielen und schlagen. James, das kostet ja wohin. Komischerweise kriegen die Gegner es immer besser als du. Die haben nämlich auch ein Stahlrohr, was eigentlich witzig ist. Diese Geräusche hier. Na, bist du wieder fast tot? Nee. Was sind das für Geräusche? Das klingt, als wäre ich in einer Dinosaurierwelt. Das klingt wirklich wie so Dinosaurier. Ja. Richtig prähistorisch. Voll creepy. Die Geräusche. James, da liegt was. James. Dann halt nicht. Da ist ja nur Munition, die ich brauchen könnte. Ist okay. Erste-Hilfe-Kasten nimmt er auch nicht.
Ich vergewaltige die X, dass dir nichts passiert. Und James, du hast es ja nicht nötig, ne? Auf dem Bett liegt ein Stück Papier. Da steht etwas drauf, aber es ist zu dunkel. Es ist zu dunkel, um es lesen zu können. Ja, mach doch deine Lampe an. Warum hat die Lampe nicht mal an? Hä? James? Ich war eingeschlossen im Keller des Kellers. Es war so eng und dunkel und ich hatte solche Angst. Ich verlor meinen wertvollen Ring. Aber ich werde nie wieder dorthin zurückgehen. Okay. Trockenzellenbatterie. Schlüssel zum Lagerraum im Keller. Ein Teil der Tapeten ist runtergerissen. Auf der Wand darunter ist irgendeine Zeichnung zu sehen. Suchen diese Hände nach etwas? Oder sind sie nur ein Zeichen von Schmerz? Boah. Verstörend sind die Hände. Nimmst du es jetzt auf? Ah. James. Jetzt auf einmal nimmst du das? What the fucking hell shit? What the fucking hell shit? Warum ist die wieder da? Ich bin tot. Ich bin fast tot. Ja, das war so klar. Und ich so, ja, ein Silent Hill, da respawnen die Gegner nicht, ja. Voll. Könnt ihr jetzt ein bisschen mehr Gesundheitstränke brauchen? Hier respawnen wie sonst was? Also, wir haben einen engen Kellerschlüssel jetzt. Ah! Oh mein Gott, das wollt ihr mir nicht antun. Schrotflint, 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 Schrotflinte. Oh mein Gott, das wollt ihr mir nicht antun. Tritt doch drauf, du Idiot. Und alles nur für einen Gesundheitstrank. Oh mein Gott. Das war der Raum, den ich die ganze Zeit in Erinnerung hatte. Ich habe gesagt, irgendwann kommen zwei oder drei. Gott, dieser Soundtrack. Ja, so langsam jetzt ein bisschen knapp, ne, mit den Gesundheitssachen. Lebt die natürlich auch wieder. Es ist echt toll. Da ich nicht mehr viel Energie habe, werde ich jetzt alles mit Pistole machen. Und tschüss, Mann. Ich will nicht. Oh, ich bin voll nervös, Leute. Das Spiel macht mich kaputt. Das macht mich nervlich kaputt. Wirklich. Das ist so heftig gerade. Ich bin so nervös. Ich drücke immer die falschen Knöpfe. Okay. Da komme ich durch. Ich will aber nicht durch. Straight up zurück. Okay. Mir geht's gut. Was für eine komische Kiste. Kannst du ihn öffnen? Nö. Da ist etwas, was wie ein Kühlschrank aussieht. Hm. Das soll ein Kühlschrank sein? Naja. Mit einer Menge Fantasie. Hm. Keine Chance. Es ist zwecklos. Die Tür ist so schwer, dass sie allein nicht öffnen kann. Was eigentlich mit Maria? Wir sind in der Albtraumwelt. Maria liegt da noch ganz gechillt im Bett. Können wir einen Aufzug ins dritte Stockwerk? Das wäre noch eine Idee. Just saying. Da ist der Kühlschrank. Hm. Gott, diese Musik. Die macht mich wirklich kaputt. Es sah so aus, als wäre hier noch eine Tür. Ist aber nicht der Fall. Gut. Haken wir es ab. Den dritten Stock. Gucken da, was abgeht. Na, Krankenschwester respawned. Heute mal nicht. Katsching. Im dritten Stock war auch Maria. Maria. Ich komme.
Ist halt die Frage, ist sie jetzt auch in der Albtraumwelt? Wir werden es gleich erfahren. Aber erstmal müssen wir uns hier wieder durchballern. Das war ja klar. Tschüss, Mann. Wer will, wer hat noch nicht. Ich höre noch Schritte. Na, wer will, wer hat noch nicht. Lass mal nachladen. Sicher ist sicher. Restroom. Guck mal, wir waren eigentlich hier. Das zählt jetzt als nicht erkundet. Wieso kann ich denn hier auch rein? Ich will hier nicht rein. Ach, Kinder, was? Jetzt lebt die Krankenschwester wieder, die wir gerade erschossen haben, ne? Das ist so klar. Das aber nur bei Silent Hill 2 so, dass sie respawnen. Kein anderes Silent Hill hat respawnende Gegner. Ah nee, das ist die andere Krankenschwester. Nöd. Dann sei es so. Wieso kann ich hier rein? Ich will hier nicht rein. Hier sind leere Medikamentflaschen. Hat Maria die genommen? Ist Maria jetzt auch krank? Zu der Hintergrundmusik sage ich mal nichts. Ja, Maria hat die ganze Zeit diese komischen Medikamente genommen. Ja, Leute, ich glaube, mit der Munition werde ich nicht gut auskommen in dem Spiel. Wenn die halt respawnen. Wie gesagt, in anderen Silent Hills war es nicht so. Dann sollte ich die Gegner einfach ignorieren. Das geht aber nicht, weil die Gänge so schmal sind. Hier S1. Ja. Okay. Wir haben die Gewissheit. Weiter geht's. Klopf, klopf. James Sunderland hier. Der Chefarzt. Ich möchte Sie untersuchen. James. Ich glaube, das war mal wieder ein Schuss in den Ofen, ey. Falscher James. Oh, nee. Patronen, viel Pistole, Ampulle. Sie ist ein Engel. Keiner weiß es. Nur ich kann die Dame der Tür sehen. Sie können nicht über ihre Fahnenbrücke gehen. Sie fallen durch die Schwere ihrer Verbrechen. Wie aufgedunsene und hässliche Leichen ihre Sünden. Sie vernichtet, sie Sünde und Sünder gleichermaßen. Sie rettet mich. Sie ist ein Engel. What the fuck? Also diese komischen Notizen. Da verstehst du echt gar nichts. Absolut kryptisch. Da kommen wir auch nicht rein, da war der Raum. Da kommen wir nicht rein, das war der Raum mit der Schatzkiste, wo das Haar drin war. Treppenhaus, Shower Room und dadurch, okay. Hä? Das war die Tür. An der Tür ist das Gemälde einer Frau. Bizarrweise erscheint die Hand auf dem Gemälde in 3D. Next Level, 3D-Türen, Leute. Oh, nur 97. Wir haben noch den Kellerschlüssel. Ja, wir brauchen auf jeden Fall einen Ring. Für die Frau. Die habe ich nicht. Ich habe keinen Ring. Und ich gucke schon wieder auf die Karte, Leute. Nur damit ihr was zu helfen habt. Ja. Ich werde nichts verfassen, ne? Das Verpassen in einem Silent Hill Spiel ist das Schlimmste, was passieren kann. Sie sagten, eine Pistole wäre eine Fernkampfwaffe. Sie sagten es. Und ich benutze die als Nahkampfwaffe. Schon witzig. Hallo. Wie
Wie war das mit dem Keller? Auf in den Keller. Keller in Horror Games. Da freut man sich doch. Hey, das sind doch so viele Türen. Da komme ich doch bestimmt auch rein. Ich gehe jetzt erstmal in den Keller. Du brauchst gar nicht so schreien. Wenn ich erstmal da bin, dann hast du noch mehr zu schreien. Oh. Hilfe? Da ist ein Regal. Auf dem Regal sind rote Handabdrücke. Regal verschieben? Ja, mach doch. Er macht einfach ganz easy mit einer Hand. Billigmöbel von Ikea oder was? Schrotpatronen? Eine Schrotflinte benutze ich hauptsächlich nur in Bosskämpfen. James! Mary? Oh, Maria. It's you. I thought you were... Sorry. Anyway, I'm glad you're alive. Anyway? What do you mean, anyway? You don't sound very happy to see me. I was almost killed back there. Why didn't you try to save me? All you care about is that dead wife of yours. I've never been so scared in my whole life. You couldn't care less about me, could you? No, I just... Then stay with me. Don't ever leave me alone. You're supposed to take care of me. So, what about Laura? Did you find her? Yeah, but... She ran away. We've got to find her. You really seem to care about her. Do you know her? I've never met her before. I just feel sorry for her. She's all alone. And for some reason, I feel like it's up to me to protect her. Oh Gott, hat sie mir einen Schrecken eingejagt. Plötzlich war sie da. Toll. Jetzt müssen wir auf Maria wieder aufpassen. Ja, es war ruhig ohne dich. Sagen wir es mal so. Willst du die Schrotflinte nehmen? Dann bringst du wenigstens was. Ich habe den Kupferring. Na, guck, das brauchen wir für das 3D-Modell. Für die 3D-Tür. Ja, wo sind wir hier eigentlich? Was ist das für ein komischer Raum? Ja, wow. Kein Gebiet von der Karte. Klasse. Fantastic. Ja, Maria, du wolltest ja nicht mitkommen, ne? Du musstest ja unbedingt eine Pause machen und ein komisches Medikament schlucken. Mit dieser vergibten, ätzenden Matratze schlafen. Die war ja so comfy und so toll. Du bist selbst schuld. Maria, du bist selbst schuld. Oh Gott. Okay, mit Maria kriegen wir auf jeden Fall den Kühlschrank auf. Was ist hier eigentlich? Geht nicht da rein. Toll, ich hätte das erst ohne Maria erkunden sollen. Jetzt haben wir die halt auch noch am Hals. Außer man kommt nirgendwo rein. Umso besser. Umso besser. Hier ist ein Speicherpunkt. Da freue ich mich. So, schauen wir noch ein bisschen her, ne? Mit den Speichern. Ich halte Weg frei. James Sunderland. That's my name. Ich bin der Terminator. Ich sehe leider keinen Gegner. Oh Gott, übertreib halt die Musik schon wieder, ey. Zack! Wer will, wer hat noch nicht? Hallo? Krankenschwester? Ich würde mich gerne untersuchen lassen vor Ihnen. Also wir können jetzt zum Kühlschrank. Ich kann auch erstmal gucken, was hier ist. Ich gucke erstmal, was hier ist. Mal interessieren tut mich da schon. Kommen wir nicht hin zu der alten Tür? Da stehst du doch drauf, dass der James dich mal anrempelt. Wenn ich mir dein Outfit so anschaue, dann stehst du da drauf. Los, Maria, Special Treatment. Folg mir. Dann halt nicht. Ich hatte ja schon die Special Treatment vom Pyramid Head. Warum kann ich hier rein? Ich will hier nicht rein. Oh nee.
Geil, ganz ehrlich. Das war ein schöner Raum. Bisschen Nachschlag. Von James. Ja, hier ist nicht nützlich aus. Nur Heilung, Patronen, alles, was das Herz begehrt. Und James, ja, hier ist nichts Nützliches. Genau. Genau, James. So, wir gehen jetzt zurück zum Kühlschrank. Weil es hieß ja irgendwie, ja, alleine kann ich das nicht bewegen. Jetzt einfach zu zweit. Jetzt kann Maria mal sich nützlich machen. Die Frage ist, wo war das? Ich glaube, wir müssen mit dem Elevator wieder runter. Ja. Los, ab in den Fahrstuhl mit dir. Girl. Ab in den Fahrstuhl. Gut, ich kann natürlich den Ring hier auch schon einsetzen. Ich glaube nicht, dass es reicht. Ich glaube, die brauchen noch einen Ring. Was ist das eigentlich? Krankenhauskeller gefunden. Das Bild einer Spinne ist eingraviert. Dann will ich den Ring lieber nicht mehr haben. Eine Spinne? Ich habe den Kupferring auf die Hand der Frau im Gemälde gelegt. Geht immer noch nicht. No chance. Wie gesagt, da fehlt nur irgendwas. Und ich denke, die Antwort finden wir im Kühlschrank. Die Eins, bitte. Amusement Park. Vergnügungspark am See, wahrscheinlich auf Deutsch. Walter Sullivan. Wissen wir ja schon. Wer ist Eric Gain? Now for our third and final question. South of the lake is a deserted old neighborhood called South Vale. From there to Halevale, the central resort area northwest of the lake, there's only one road you can take. Just one road, no more. The third and final question is, what's the Nathan Avenue? One, Bachman Road. Two, Rindell Street. Three, Nathan Avenue. Boah, bin ich gut. Ich sag das immer schon, wenn das da noch gar nicht steht. Ah ja, gut, bei Walter war es die erste Antwort. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man falsch liegt. Ich weiß wirklich nicht. Es macht mir Angst. Es macht mir Angst. What was that? Ein absolut bescheuerter Showmaster. Ist genauso verrückt wie ich, der lebt den Job. Gott, war der verrückt. Ja, wie Lagerraum, wo soll es denn sein? Ich würde mir gerne den Preis abholen. Ich weiß übrigens nicht, was passiert, wenn man es falsch macht.
Das sieht sass aus. Der Garn. Storeroom. Storeroom da hinten. Kommen wir auch gar nicht hin. Komm mal da hin. Komm mal da hin. Mann, so ein Scheiß. Da ist auch ein Storeroom. BF. 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 Da war ich angeblich schon mal. BF. Hey, wie kommt man denn da hin? Also da ist ein Storeroom und da unten ist ein Storeroom. Tricky Dicky. Ich hab keine Ahnung. Gibt's da irgendwie Treppen oder so, die nach unten führen? Nicht wirklich. Hä? Wollte mir erzählen, ich bin hier ganz umsonst. Wie komme ich denn nochmal zu dem Kühlschrank? Kann ich denn nicht eine andere Karte öffnen? Nö, ne? Ach, verdammt, ey. Können halt mal im dritten Dings wieder gucken. Hier sind wir falsch. Hier ist irgendwie nix. Let me see. Ist halt blöd, dass ich die Karten nicht switchen kann. Geht bestimmt irgendwie, aber ich weiß nicht wie. Komm in den dritten Bereich. Na, mal wieder Besuch. Ja, von hier. Ach, genau das. Gut, dass ich mich so auskenne, ne? Gut, dass ich jetzt weiß, wohin muss. Das Spiel sagt einem aber auch wieder nichts. Ich glaube, ich muss euch das irgendwie zusammenschneiden. Wenn das jetzt nicht besser wird. Ich weiß echt nicht mehr, wo dieser Kühlschrank war. Da ist er! Leute, ich hab's gefunden, ich hab's gefunden. Los, Maria. Komm mit. Ich hoffe, du warst in der Muckibude. Jetzt musst du ein bisschen heben. Komm. Ja. Los, mit Marias Hilfe. You can't open it? Yeah. Maria, give me a hand here. Come on. You're supposed to be the big man around here. How's a little girl like me supposed to help? Wo sie recht hat, ne? What's this? Not very cute, is it? You, James. You take it. Mm, thanks. Bleiring. Gut, jetzt können wir da die Tür öffnen. Was mich ein bisschen wurmt ist, wo kriegt er jetzt den Preis fürs Quiz? Das würde ich nur ganz gerne finden, bevor ich den Part beende. Könnte das sein? Das war wirklich. Könnte das sein? Restroom. Women's Locker Room. Linen Room. Da. Das sieht so ein bisschen so aus. Nee, das ist nur ein Speicherpunkt, ne? Keine Ahnung, wo man diesen Preis kriegt. Ich werde das mal im Internet nachschauen. Ja, irgendwo muss man sich das ja abholen können. Bis gleich, guck das mal nach. Ich habe das mal nachgeschaut, das ist irgendwo im dritten Geschoss. Gibt absolut keinen Hinweis darauf, leider. Na gut. Warum gucke ich das immer nach, um Zeit zu sparen? Dann sehe ich hier nochmal durch alle Stockwerke, durch alle Räume. Das ist auch langweilig. Gucke ich das lieber nach. So. Gut. Dann müssen wir sowieso hin, den letzten Ring einzusetzen. Vor dem Einsetzen hole ich mir halt jetzt noch den Preis ab, ne? Antwort 3. Antwort 1, Antwort 3.
Ihr wisst, was ich meine, ne? Die Quizfragen. Hier muss es irgendwo sein. Na, kriegen wir einen Besuch? Ja, aber da ist es doch hier links. Nee, Storeroom. Da ist das, oder? Das wurde ja gesagt, aber es gibt hier gefühlt 1000 Storerooms. Was passiert, wenn man das falsch macht? Leute, ich habe das noch nie ausprobiert. Dafür spiele ich ja auf dem Emulator, ne? Mann, ist jetzt mal falsch. Ich will wissen, was passiert. Wirklich. Wir machen jetzt alles falsch. Q1 steht für Question 1, also Frage 1 wäre halt die 3, die 1 und die 3. Das wäre richtig. Wir machen jetzt alles falsch. Ich will wissen, was passiert. Und? James ist fast tot, nehme ich an. Das habe ich mir jetzt auch speziell vorgestellt. Ja, fast tot. Kommt einfach so Schnodder von der Wand. Toll. Gut, haben wir das auch mal gesehen. Ich wusste es nämlich nicht. So, jetzt machen wir es richtig. Lakeside Amusement Park, Walter Sullivan und die Nathan Avenue. Und hier finden wir genau das, was ich brauche. Lebensenergie, Patronen, alles gutes Zeug. Verpasst auf keinen Fall den Inhalt der Truhe. Das ist wirklich nützlich. So, jetzt gehen wir hier durch. Zu der alten Tür. Da will ich ganz gerne auch abspeichern. So, das war das Finale des Krankenhauses im nächsten Part haben. Leute, Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr es wieder favorisieren. Sonst sehen wir uns beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissy. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist. Und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!